Herzlich willkommen zur heutigen Predigt. Die Insider wissen schon, Hermann hat nur rotes Shirt an. Was heißt das? Er darf heute predigen. Okay, Thema heute ist mit sehr viel Tiefgang, hat auch viele Bibelstellen deswegen. Und die Sabine macht es genau richtig. Ich habe mal die ganzen Bibelstellen runtergeschrieben, damit ihr nicht hektisch blättern müsst. Und trotzdem empfehle ich jeden, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr nah bei Gott seid, holt euch die Bibel raus, lest es durch. Ich lese aus der Neues Leben Bibel vor. Ich habe euch die Seitenzahlen dazu geschrieben, damit ihr es leichter findet. Und wenn nicht, holt euer Fotohandy raus, macht ein Foto, macht es in Ruhe von daheim. Die Leute im Internet haben es noch einfacher, die sehen es mehr oder weniger die ganze Zeit. Ein Predigtwitz. Ein Jude, ein paar kennen ihn vielleicht schon, ist eigentlich ein alter Alpha-Witz, da quietscht schon der Bart, so alt ist der. Ein Jude zog in eine katholische Gegend. Jeden Freitag wurden die Katholiken ganz nervös. Denn während sie ihren Fisch aßen, grillt der Jude im Garten seine Steaks. Also machten sie sich dran, ihn zu konvertieren. Also sie ziehen ihn rüber auf die katholische Seite. Schließlich mit Bitten und Drohungen schaffen sie es. Sie brachten ihn zu einem Priester, er besprenkelte ihn mit gesegnetem Wasser und sprach: Geboren als Jude, aufgewachsen als Jude, jetzt ein Katholik. Die Katholiken waren begeistert. Keine verführerischen Grillgerüche mehr am Freitag. Am nächsten Freitag zog wieder Grillgeruch durch die Gegend. Die Katholiken rannten alle zum Haus des Juden, um ihn an seine neue Diät zu erinnern. Sie fanden ihn am Grill stehend, wo er Wasser über das Fleisch sprenkelte und sagte: Geboren als Kuh, gelebt als Kuh, jetzt ein Katholik. Nein, ein Fisch. Jetzt habe ich die Worte vermasselt. Jetzt ein Fisch. Okay. Danke für euer Lachen. Wer kann mir von euch spontan das dritte Gebot sagen? Karin. Holt eure Bibeln raus. Jetzt fangen wir an zu lesen. Wir machen eine interaktive Predigt. Das ist ganz wichtig. Wenn das Thema der Predigt 10 Gebote wäre, ich glaube, dann bräuchte man eine Woche oder länger. Das Thema der Predigt ist das dritte Gebot in einer Abwandlung. Und wir gehen ins Alte Testament, ins 5. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 12 bis 14. Und da lesen wir, was da steht. Halte den Sabbat, indem du ihn heiligst, wie der Herr, dein Gott, es dir befohlen hat. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Am 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit verrichten. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, deinen Ochsen, deinen Esel und dein übriges Vieh, sowie für alle Fremden, die bei dir wohnen. Alle Sklaven und Sklavinnen sollen ausruhen, so wie auch du ausruhst. Die evangelischen Christen würden das vielleicht abkürzen: Du sollst den Feiertag heiligen. Einen heiligen Feiertag kann man etwa gleichsetzen mit Sonntag oder mit dem jüdischen Begriff Sabbat. Die Juden feiern ihn am Samstag, wir Christen feiern ihn am Sonntag. Ich denke mir, die Grundidee ist die gleiche. Was ist Sabbat? Ich habe mal in Wikipedia reingeschaut. Da steht drin: ein Ruhetag, eine Ruhepause. Der 7. Wochentag, an dem keine Arbeit verrichtet werden soll,
sagt Wikipedia. Sag ich, das ist mein grobes Grundgelüst. Können wir uns mal entlang hangeln. Die gläubigen Juden feiern den Sabbat am Samstag. Wir Christen feiern den Sabbat am Sonntag. Ist es überhaupt so? Feiern wir den Sonntag? Was feiern wir denn da? Zum Feiern kommen wir ein bisschen später. Jetzt gehen wir noch weiter ins Alte Testament. Ich habe vorher schon gesagt, es sind unglaublich viele Bibelstellen vom Alten Testament. Und es war mir wichtig, jede einzelne von diesen Bibelstellen ist mir wichtig, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was da los ist. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, was da abgeht. Auch wenn wir jetzt nicht mehr im Alten Testament leben, sondern Gott sei Dank Jesu Gnade haben, ist das, was da steht, wichtig, weil das ist von Gott selbst. Und Jesus kann nichts tun, was ihm nicht Gott sagt. In 2. Mose 31, unter 23 Seite, gibt Gott, er selber, seinem Volk, seinem auserwählten Volk Israel, klare Anweisungen für den Sabbat. 2. Mose 31, Vers 12. Danach sprach der Herr zu Mose: Befiehl den Israeliten, halte meine Sabbate, denn sie sind ein Zeichen des ewigen Bundes zwischen mir und euch für alle Zeiten. Dadurch sollt ihr erkennen, dass ich, der Herr, euch heilige. Haltet den Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entweiht, muss mit dem Tod bestraft werden. Wer an diesem Tag arbeitet, muss aus meinem Volk ausgestoßen werden und sterben. Arbeitet nur 6 Tage. Der 7. Tag soll ein Tag vollkommener Ruhe sein, geheiligt für den Herrn. In 2. Mose 35 wird diese Wichtigkeit wiederholt. Im Vers 2: Arbeitet nur 6 Tage die Woche. Der 7. Tag soll ein Tag völliger Ruhe sein, ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Jeder, der an diesem Tag arbeitet, muss mit dem Tod bestraft werden. An diesem Tag dürft ihr in euren Häusern nicht einmal Feuer anzünden. Harte Aussage. Im 4. Mose geht es noch weiter. 4. Mose 205. Als die Israeliten noch in der Wüste waren, entdeckten sie einen Mann, der am Sabbat Holz aufsammelte. Diejenigen, die ihn beim Holzsammeln gesehen hatten, brachten ihn vor Mose, Aaron und die ganze Gemeinschaft. Im Vers 35 heißt es dann später: Da sprach der Herr zu Mose: Der Mann soll hingerichtet werden, die ganze Gemeinschaft soll ihn vor dem Lager steinigen. Und wer von uns würde da nicht aufstehen und sagen: Das ist doch ungerecht. Diese Strafe ist viel zu hart. Er hat doch nur Holz gesammelt. Und wieso darf ich nicht mal am Sabbat Feuer machen? Ich finde es ungerecht. Gehen wir mal ganz zurück am Anfang der Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 2, Vers 2, Seite 16 in der Unser Neues Leben Bibel. Also in meiner, aber bei euch kann es nicht weit weg sein. Am 7. Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte sich aus von seiner Arbeit. Und Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfung ausruhte. So. Inge grinst.
ist ein Thema, das mich schon ein paar Wochen beschäftigt. Wir haben da im Hauskreis schon ein bisschen drüber geredet. Hey, Gott ist allmächtig. Gott ist der Stärkste, der Größte, die größte Macht im Universum. Und der muss sich am siebten Tag ausruhen, weil er keine Kraft mehr hat, weil ihm die Puste ausgeht. Und er braucht einen ganzen Tag, bis er wieder schnaufen kann. Dann braucht er einen kompletten Tag von seiner Schöpfungsgeschichte, dass er wieder auf Touren kommt. Glaubt ihr, dass Gott so ist? Kann ich mir nicht vorstellen. Gottes Kraft kann gar nicht erschöpflich sein. Also warum macht er das dann? Warum macht er das gleich am Anfang von der Schöpfungsgeschichte, ganz vorne? Reserviert er einen ganzen Tag, ein Siebtel der Zeit, sagt er, Pause. Wenn ich dieses Ausruhen umschreibe mit zur Ruhe kommen, dann kommt bei mir langsam Licht ins Dunkel der Verwirrung. Wir Menschen kennen das, zur Ruhe kommen. Das hat nicht unbedingt was mit der Schöpfung zu tun, das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir nicht mehr können, sondern das hat damit zu tun, dass wir Tempo runterfahren, dass wir Hektik und Stress abbauen, dass wir nachdenken, dass wir unser Leben verlangsamen, dass in uns Ruhe und Frieden einkehrt, eine Situation, in der sich jeder Mensch gerne aufhält, die wir besonders in unserer schnelllebigen Zeit vermissen. Ich weiß nicht, was früher die Leute gemacht haben. Ich weiß, dass heute die Welt immer hektischer wird, immer schneller wird. Ich sehe es bei mir im Büro. Ich muss präsent sein. Ich muss meine E-Mails lesen. Muss ich nicht, aber es wäre nicht schlecht, wenn ich es tät. Mein Chef nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass ich am Wochenende auch noch ein paar E-Mails lese. Das gefällt ihm. Du kannst auch fünfmal am Tag auf eine E-Mail antworten. Früher hast du einen Brief geschrieben. Der hat ein paar Tage gedauert, bis er irgendwo angekommen ist. Dann hat die Person Zeit gehabt und hat wieder einen Brief zurückgeschrieben. Dann waren zwei Wochen weg. Man hat sich mehr Gedanken gemacht. Man hat das Wesentliche, meine ich, mehr rausgehoben. Heute ballert die fünf E-Mails hintereinander und dann kommt ein Anhang von 13 anderen E-Mails und im 14. E-Mail ganz unten steht vielleicht mal, worum es ging, weil irgendwo ein Nagel abbrochen ist. Und ich sage, hey, was ist denn das für eine Kultur? Ich muss mich durch dieses ganze Gesülze muss ich mich durchlesen, bis ich irgendwann an den verrosteten oder abbrochenen Nagel komme. Und alles für sich sind kleine Dinge. Aber wenn ich das zusammenzähle, denke ich mir, wir rennen ständig irgendwelchen Sachen hinterher, die wir so eigentlich gar nicht brauchen. Und wir haben überhaupt keine Zeit mehr, oder uns fehlt die Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Mir fehlt die Zeit, um runterzukommen. Und wieso fehlt sie mir eigentlich? Wieso fehlt sie mir? Vielleicht hat Gott ja diesen siebten Tag für uns Menschen etabliert. Für uns als Geschenk. Und vielleicht hat er es schon kommen sehen. Und vielleicht war es ihm deswegen so wichtig, dass er gesagt hat, da führt kein Weg dran vorbei. Am siebten Tag sollt ihr zur Ruhe kommen. Mich beschäftige seit einigen Wochen der Jesaja 58. Sind wir im Hauskreis draufgekommen, durch einen Querverweis. Ist sehr gehaltvoll, Jesaja 58. Kann ich jedem ans Herz legen. Auch im Hinblick auf die Flüchtlingssituation momentan ist er eigentlich präsenter denn je. Da steht klipp und klar drin, wie wir Christen mit der Flüchtlingssituation umgehen sollen. Aber das, ihr Lieben, ist eine eigene Predigt. Das mache ich jetzt nicht. Sondern wir konzentrieren uns im Jesaja 58 auf den Vers 13 und den Vers 14. Und das ist eigentlich eine der Schlüsselbibelstellen hier. Das ist auch die mir seit Wochen im Kopf rumgeht. Das ist auch die, weswegen ich die Predigt hier heute halte.
Im Jesaja 58, 13 steht: Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euer leeres Geschwätz. Klammer auf E-Mail, Klammer zu. Im Vers 14 steht: Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs, eures Vorfahren, genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Ausrufezeichen, Imperativ, wichtig. Wie gehe ich mit dem Sabbat um? Was mache ich am Sabbat? Was macht's für mich als einen heiligen Tag? Was ist zuerst hängen geblieben am Vers 13? Erlebt ihn mit Wonne. Da bin ich das erste Mal hängen geblieben. Erlebt ihn mit Wonne. Und ich denke mir, ups, hört ihr mich? Danke. Und ich denke mir, hey, wo ist am Sonntag die Wonne? Was bedeutet Wonne? Wikipedia als Beispiel. Etwas, das einem sehr gut tut. Ein sehr großes Glücksgefühl. So. Und das Ganze kam in der Verbindung mit der Fastenzeit. Da gab es eben diesen Querverweis auf Jesaja 58. Und ich denke mir, wo ist meine Wonne am Sonntag? Wie sorge ich für mich? Wie sorge ich für mich am Sonntag, dass es mir richtig gut geht? Da habe ich Handlungsspielraum. Ich habe das jetzt zwei Sonntage lang gemacht und habe ganz bewusst den Sonntag versucht, mit Wonne zu leben. Gebt euch das mal. Erlebt euren Tag mit Wonne. Mit etwas, das euch sehr gut tut. Den ganzen Tag. Mit einem sehr großen Glücksgefühl. Den ganzen Tag. Verfolgt nicht eure eigenen Interessen. Am Auto scheppert das Hitzeblech, da gehe ich jetzt nur schnell runter mit dem Montiereisen und biege das blöde Blech weg, weil das regt mich so auf. Und was muss ich sonst noch alles tun? Und am Montag muss ich noch das machen und muss noch alles machen. Das regt mich so auf. Und geht nicht euren eigenen Geschäften nach. Sonntag, Primetime bei eBay, klappe ich schnell mein Klapperl auf, schau nein, wie stehen die Gebote, tue ich nur schnell fünf Sachen einstellen, wie formuliere ich das, blöd, jetzt kann ich die Fotos wieder nicht hochladen, weil das scheiß eBay wieder spinnt. Abends 20.15 Uhr, Tatort. Irgendwann gehe ich ins Bett, mit fünf Leichen im Kopf. Mein aktueller Sabbat, zumindest die letzten zwei Mal, war so schön, dass ich wirklich mit Freude hier stehen kann und sagen kann, es hat mir so gut getan. Es hat mir so gut getan, sowas wie Slow Motion, den Verstärker ein paar Zacken zurückzudrehen und zur Ruhe zu kommen. Und ich wusste gar nicht richtig, wie das geht. Wir sind am Sonntag im Gottesdienst gegangen, dann sind wir heimgekommen. Und dann musste ich mich, ich habe gesagt, der PC bleibt zu. Dann habe ich die Bibel auf den Wohnzimmertisch gelegt und habe was gelesen. Aber ich habe jetzt nicht den ganzen Tag Bibel gelesen. Ich habe immer mal wieder ein bisschen Bibel gelesen, ein bisschen die Sprüche rumgefuhrwerkt und da ein bisschen und da ein bisschen. Ich habe Beziehung zu meinem Gott gesucht. Beziehung zu meiner Frau. Beziehung zu meinen Freunden. Und es war alles irgendwie viel einfacher. Und ich bin die ganze Woche mit mir am Hadern, nur eine Stunde früher aufstehen. Ich stehe eh schon um 5 Uhr auf, du müsstest um 4 Uhr aufstehen. Ich habe es immer eine Zeit lang probiert, bin immer fast eingeschlafen. Dass ich Gott mein Primetime gebe, dass ich
regelmäßig Zeit mit Gott verbringe. Und neuerdings ist mir aufgefallen, dass mir das unter der Woche unglaublich schwer fällt, weil ich einfach einen Fulltime-Job habe, weil ich jeden Tag nach München rüberfahre und wieder zurück, weil abends meistens noch irgendwas ist und in der Früh bin ich hundemüde und abends bin ich hundemüde. Aber am Sonntag habe ich eigentlich Primetime im Überfluss. Da kann ich das füllen mit der Beziehung zu Gott, mit der Begegnung zu Gott. Da kann ich das füllen. Ich kann am Sonntagabend kann ich mit guten Gedanken im Kopf einschlafen. Der Beziehung, die ich gerade zu ihm habe, mit dem, was mein Herz gerade anspricht. Für mich ist dieser Sabbat neuerdings, weil ich das jetzt das erste Mal so wirklich bewusst versucht habe zu leben in der Fastenzeit mit Wonne, Slow Motion, ihm die Zeit zu geben und zwar in Beziehung zueinander treten. Und jetzt gehen wir ins Neue Testament und müssen noch dieses strenge Gesetz des Alten Testaments relativieren. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Leuten, die gesteinigt werden oder diesem einen armen Tropf, weil er Holz gesammelt hat. Oder dem anderen, weil er Feuer anzündet hat. Jetzt gehen wir ins Neue Testament, gehen in Lukas, ist ganz praktisch, machen wir gerade im Hauskreis Lukas, über den Sabbat. Lukas 6, Vers 1. Als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, rissen seine Jünger ein paar Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen die Körner. Da sagten ein paar Pharisäer zu ihnen, das dürft ihr nicht. Es verstößt gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten, indem man Getreide erntet. Jesus erwiderte ihnen, habt ihr nie die Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes, aß von den Broten, die den Priestern vorbehalten sind, und gab auch seinen Freunden davon zu essen. Auch das verstieß gegen das Gesetz. Und Jesus fügte hinzu, der Menschensohn ist auch Herr über den Sabbat. An einem anderen Sabbat heilt Jesus einen Mann in der Synagoge. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollen Jesus drankriegen. Sie wollen ihn anklagen. Im gleichen Kapitel, Kapitel 6, Vers 9, sagt Jesus, ich habe eine Frage an euch. Entspricht es dem Gesetz, am Sabbat Gutes zu tun, oder ist der Sabbat ein Tag, um Schaden zuzufügen? Ist er ein Tag, um Leben zu retten, oder ist er ein Tag, um Leben zu vernichten? Später im Lukas 10, Vers 25 heißt die Überschrift das wichtigste Gebot. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, all die Schriften, habe ich was falsch geschrieben? Alles gut? Ja, es kann sein, ja, ein bisschen hin oder her von den Seitenzahlen, aber ihr habt es, wenn ihr ein bisschen blättert. Lukas 10, 25, mit der Überschrift, das wichtigste Gebot. Ein Mann, der sich im Gesetz Gottes, im Gesetz Moses besonders gut auskannte, der stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Jesus zeigt uns, auf die Herzenshaltung kommt es an.
Wenn ich Israelit im Alten Testament gewesen wäre, ich glaube nicht, dass ich es hingekriegt hätte, alle diese Gebote zu halten. Also ich will mir jetzt gar nicht über die Israeliten stellen. Wenn ich zu der Zeit gelebt hätte, eieiei. Ich bin froh, dass Jesus da ist. Ich bin froh, dass Jesus mir zeigt, auf die Herzenshaltung kommt es an. Nicht, ob ich jetzt einen Kieselstein einen Zentimeter zu weit links oder zu weit rechts hingelegt habe. In dem Dilemma, in dem die gläubigen Juden, die immer noch im Alten Testament sind, stecken teilweise, weil sie verzweifelt versuchen, diese Gesetze einzuhalten und weil sie irgendwelche Auswege suchen. Und das ist ja das, was Jesus so aufregt, wenn er mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten lehrt, weil er sagt, ihr meint, ihr seid was Besseres, weil ihr die Schlauen seid und weil ihr einen Weg gefunden habt, wie man diese Gesetze nur ein bisschen hintenrum dran kriegen kann. Und wenn ich einen Draht an meinem Haus entlang spanne und mich an dieses Draht, an den Draht einklinke, dann ist der Draht ja mit dem Haus verbunden und da bin ich ja immer noch auf meinem Grund und Boden. Oder die Sabbatgesetze sind aufgehoben, wenn ich eine Schiffsreise tue. Wenn ich auf meinen Esel oder meinem Kamel einen Wassersack drauflege und ich setze mich auf den Wassersack, befinde ich mich auf Wasser und dann gelten die Sabbatgesetze nicht. Wo ich mir denke, wie kurz gedacht ist es? Wie kurz gedacht? Darum geht es nicht, Freunde. Es geht um die Herzenshaltung. Darum geht es. Und Jesus macht es vor, ganz provokativ, heiligt er nicht nur einmal am Sabbat, heilt er jemanden. Und zwar nicht irgendwo hinten im Busch, sondern mitten in der Synagoge, mitten unter den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Der legt es drauf an, der ist radikal, der provoziert. Und er sagt, ihr Scheinheiligen, tue ich hier Gutes oder tue ich hier Schlechtes? Und wenn eure Kuh im Brunnen fällt am Sabbat, holt ihr sie nicht dann auch raus? Oder lasst ihr sie verrecken? Ihr holt sie auch raus. Und ich stehe hier und helfe Menschen. Macht den wieder gesund. Und was soll daran schlecht sein? Auf die Herzenshaltung kommt es an. Und da bin ich Jesus richtig dankbar. Und dann, ihr Lieben, komme ich auch mit diesem schwer verdaulichen Text aus dem Alten Testament klar. Und dann erkenne ich aber die Dringlichkeit von Gott Vater, die in dem drin steckt. Die Dringlichkeit, dass er sagt, Kinder, ihr braucht den Sabbat. Ihr braucht dieses zur Ruhe kommen. Ihr braucht es, dass er mich findet. Ihr braucht es, dass er mit mir in Beziehung geht. Ihr braucht es. Ihr seid meine Kinder. Und wir brauchen Beziehung miteinander. Dafür brauchen wir den Sabbat. Und wir wissen alle im Herzen, weil wir nah sind bei Gott, weil wir nah sind bei Jesus und weil wir nicht so nah sind bei Jesus, wissen wir alle. Habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen, denke mir, scheiße, wo bist du denn schon wieder? Oh, am Sonntag, was denkst du denn jetzt schon wieder? Schau, dass du die Gedanken aus deinem Kopf rauskriegst. Und ich denke mir, das ist ein Übungsfeld, das ist ein Trainingsfeld. Also verzweifelst nicht gleich, weil das auf Anhieb funktioniert. Bleibst dran und bleibst hartnäckig. Und für die Leute, die am Sonntag arbeiten müssen, weil sie einen Job haben, wo es um wichtige Dinge geht, wo es um Menschen geht oder sonstige Sachen, die im Schichtbetrieb sind, die einfach nicht auskommen. Seht die Liebe Jesu. Das ist okay. Macht euren Sabbat aber an einem anderen Tag. Das ist der Trick. Und lasst uns den Sabbat heiligen, dass wir in unserem Herzen nah bei Jesus sind und nah bei Gott Vater. Amen.